Schon als Kind hatte es mir das Märchen vom Aschenputtel besonders angetan. Als vor ein paar Jahren die Neuverfilmung unter dem Titel Cinderella im Fernsehen ausgestrahlt wurde, kuschelte ich mich gemütlich aufs Sofa, legte die Beine hoch und harrte der Dinge, die da kommen werden. Disney ließ mich nicht im Stich und stieß mich in ein wunderbares Wechselbad der Gefühle, auf das ich mich nur allzu gerne einließ. Es war alles da. Ich spürte die Wut in mir aufsteigen über die Schwiegermutter und ihre zwei dämlichen Töchter. Die freudigen Hüpfer meines Herzens beim Anblick der Mäuse, die Cinderella bei der Arbeit halfen. Und natürlich gab es auch Lachtränen, die mir über die Wange liefen, als eine ziemlich ungeschickte Fee auf den Plan trat, die für die arme Cinderella nicht nur ein totschickes Kleid nebst gläsernen Schuhen herbeizauberte, sondern auch noch einen dicken, fetten Kürbis in eine filigrane Kutsche verwandelte. Einfach herrlich. Aber am besten, am allerallerbesten, am ganzen Film gefiel mir der Rat, den Cinderella von ihrer sterbenden Mutter bekam und den sie zu so etwas wie ihrem Lebensmotto machte. Sei immer mutig und freundlich. Davon will ich mir eine Scheibe abschneiden, denn wenn ich eins im letzten Jahr gelernt habe, dann das. Glück kommt nicht von außen. Es ist einzig und allein meine Entscheidung, wie ich mein Leben verbringen möchte. Und so habe ich mich entschieden, freundlich zu sein und der Welt mit einem lächelnden Gesicht zu begegnen. Denn das macht sie zu einem schöneren Ort und mich macht es glücklich. Und sind die Herausforderungen mal allzu groß, dann gibt es immer noch SES 22, das genau dieselbe Botschaft bereithält, indem es sagt: Glücklich und zufrieden, wo immer ich auch bin. Am Mut muss ich noch ein bisschen arbeiten. Sobald ich Fortschritte gemacht habe, werde ich darüber berichten.